Herzlich willkommen bei Ich will mehr TV. Herzlich willkommen in Oberbayern. Wir stehen hier aktuell vor dem Gasthof Keindl. Da war Ich will mehr schon mehrfach zu Gast und ich möchte euch begrüßen zu der neuen Sommersendung Ich will mehr Sommershow. In dieser Show wird es ein bisschen darum gehen, euch den Sommer etwas näher zu bringen in all seinen Facetten, von am Meer sein, in den Bergen sein, auf Partys sein, auf Events sein. Dementsprechend ganz, ganz vielseitiges Programm. Ich freue mich auf euch und wir versuchen das alle zwei Wochen mit einer Folge zu machen. In diesem Sinne, das ist die Premiere hier und in dieser Folge wird es darum gehen, was man hier zum Beispiel in Oberaudorf machen kann, was es für wunderschöne Zimmer es hier hinter mir im Keindl dort oben im dritten Stock gibt, aber auch, wo man im Moment ans Meer hinfahren sollte und das Dritte, was vielleicht nicht ganz so unwichtig ist, der nächste Winter ist eigentlich direkt schon wieder vor der Haustür gestanden. Und deswegen ist es natürlich auch sehr interessant, euch vielleicht ein paar Sachen zu zeigen, wo ihr im kommenden Winter hinfahren könnt. In diesem Sinne, ich wünsche euch gute Unterhaltung. Und nun geht's jetzt erstmal zum Rodeln an das Hocheck, an den Erlebnisberg. Dort steht eine Sommerrodelbahn, die ist mit einer Vierersesselbahn zu erreichen. Dementsprechend ganz toll, ganz einfach. Viel Spaß auf der Rodelbahn. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß auf der Sommerrodelbahn. Die Sommerrodelbahn am Hocheck ist jeden Tag zwischen 9 und 17 Uhr geöffnet. Allerdings nur bei gutem Wetter, denn wenn es nass wird, wird die ganze Geschichte sehr, sehr gefährlich. Da funktionieren die Bremsen nicht mehr sehr gut und dementsprechend sehr gefährlich und auch dann gesperrt. Ich bin weiterhin hier am Keindl. Hinter uns ist der Gasthof, den es seit vielen, vielen Jahrhunderten schon in Niederaudorf gibt. Er liegt direkt an der Kirche in Niederaudorf, was eines der schönsten Dörfer in Oberbayern ist. Und wenn ihr wissen wollt, wie es in den Suiten aussieht, dann schaut jetzt mal hier weiter zu. Herzlich willkommen im Hotel Keindl und zu einer neuen Folge der Zimmerführungen. Wie ihr schon seht, sieht es diesmal ein bisschen nobler aus. Ich bin nämlich im Suitenbereich untergebracht. Und wie meine schicke Suite aussieht, möchte ich euch gerne zeigen. Kommt doch mal mit. Fangen wir doch einmal an mit dem Badezimmer. Das ist gleich neben dem Eingang. Mit schicker Glastür. Und im Verhältnis zu den anderen Zimmern auch wirklich riesig. Hier sogar die Dusche ist begehbar. Ich habe sie schon getestet, sie ist top. Wirklich traumhaft. Hier auch wieder mit großen Spiegeln, Schminkspiegeln, Handtücher. Alles, was man braucht. Hier
Hier seht ihr quasi meinen Schlafbereich, mein schönes großes Bett. Hier gibt es zwei Sitzmöglichkeiten mit einem großen Fenster und Blick auf die Dorfkirche. Hier wurden schon Bademäntel und Handtücher für den Saunabereich für mich bereitgelegt. Und hier seht ihr auch, vom Bett aus hat man einen super Blick auf den schönen großen Fernseher mit Sky. Hier ist wieder ein großer Schrank. Meine Sachen sind hier drin untergebracht. Es ist wieder Platz für mehr als genug Klamotten. Und hier ist quasi ein eigener Wohnbereich mit kleiner Sitzecke. Und hier ist quasi eine kleine Kaffeebar mit Kaffeemaschine. Getränke sind bereitgestellt. Alles, was man zum Kaffee machen braucht. Das ist ja auch nicht wirklich selbstverständlich, dass man sowas kriegt. Und hier geht es dann schon raus auf den Balkon. Verhältnismäßig sehr groß. Ganz oben super Ausblick. Dort sieht man den Wilden Kaiser, daneben den Zahmen Kaiser. Und rechts von uns ist das Hocheck. So, und ich mache es mir jetzt erstmal auf dem Balkon bequem. Während ihr euch die Suiten in der Zwischenzeit angeschaut habt, bin ich jetzt auf die andere Seite des Hotel Kindles gegangen und hinter mir seht ihr jetzt den Biergarten. Dort könnt ihr im Sommer unheimlich gut die Ochsensteaks probieren, die hier die Spezialität des Hauses sind. Und das Schöne an den Ochsensteaks ist, die kommen aus der eigenen Aufzucht. Das heißt also, sie stehen hier auch gegenüber von mir auf der Wiese. Das gibt ein unheimlich gutes Gefühl, weil das sind wirklich glückliche Tiere, die hier aufwachsen. Und jetzt geht es ungefähr 1000 Kilometer von Oberaudorf nach Norden, denn dort wartet Helgoland auf euch. Helgoland ist eine kleine Insel mitten in der Nordsee, 40 Kilometer vom Festland entfernt, staubfrei, pollenfrei, zollfreier Ort. Helgoland liegt mitten im Meer, ist mit einer zweistündigen Schifffahrt zu erreichen. Viele Menschen kennen Helgoland als Tagesausflugsziel, wenn sie auf den Inseln in Deutschland sind oder in Cuxhaven oder in Husum oder in Büsum sind. Wir nehmen euch jetzt mit nach Helgoland, aber zu einem Urlaub. Helgoland lohnt sich wirklich, denn es gibt unglaublich viel zu erleben.
Ich hoffe, es hat euch auf Helgoland sehr gut gefallen und wir haben euch vielleicht einen Tipp gegeben, wo ihr unbedingt im kommenden Sommer mal hinfahren müsst. Jetzt geht es aber vom Sommer direkt in den Winter und Kindl liegt auch direkt im Winterwonderland Kindl. Das heißt, man kann hier auch rund um das Hotel fantastisch Skifahren. Und wir fangen jetzt mal mit einem der traditionsreichsten und vielleicht auch größten Skigebiete Deutschlands an. Das ist das Suddelfeld. Das Suddelfeld liegt ungefähr 5 Kilometer Luftlinie hier vom Hotel aus entfernt. In einer Viertelstunde oder 20 Minuten seid ihr mit dem Auto locker am Lift. Und dort kann man normalerweise von Mitte Dezember bis Anfang April Skifahren. Das Skigebiet ist in den letzten Jahren komplett modernisiert worden. Es ist wunderschön. Es bietet auch unheimlich viele Pisten für alle Könnensklassen, von ganz einfach bis ganz schwer. Und wenn ihr dann auch in den Tiefschnee wollt, gibt es dort auch durchaus das ein oder andere, was ihr dort entdecken könnt. In dem Sinne viel Spaß am Suddelfeld. Einen schönen guten Morgen aus Oberbayern. Ich befinde mich gerade am Fuße des Skigebiets Suddelfeld, wo ich die nächsten Tage zum Skifahren gehen werde. Es ist gerade ein klein bisschen windig, aber die Sonne scheint trotzdem sehr schön. Die Schneelage ist nach wie vor super und ich würde sagen, auf geht's!
Verena, zwei wunderschöne Skitage am Süttelfeld gehen nun zu Ende. War das irgendwie ein bisschen untypisch, immer nur Sonne zu haben? Ja, ich bin es ja fast nicht mehr gewohnt. Die letzten Skitage waren ja doch eher etwas bedeckt. Es war echt ein Traum von Wetter, war das dieses Wochenende, ja. Wie ist das Skigebiet am Süttelfeld? Es ist, also für jeden was, würde ich sagen. Es ist sehr groß, sehr abwechslungsreich, also wirklich von blaue Pisten über schwarze, also wirklich alles da. Man kann sich wirklich auslassen. Ich glaube, man kann sich schon den ganzen Tag gut beschäftigen, ohne dass man eine Piste großartig zweimal fahren muss. Gerade mit den neuen Skiliften ist man ja auch super fix unterwegs. Also es ist ein schönes Skigebiet, ja. Lena, wenn man hier im Skiurlaub im Kaindl ist, ist das Skigebiet am Süttelfeld oben auf 1100 Meter zu weit weg? Wie weit fährt man dahin? Also man ist in 10 Minuten mit dem Auto dort. Also es ist perfekt. Ich denke, das kann man super einrichten, ja. Wenn du hier nach dem Skifahren im Hotel bist, wo geht's zuerst hin? Nach der Dusche in den Wellnessbereich. So, kommen wir nochmal zurück zum Skigebiet. Schneelage ist wahrscheinlich perfekt, oder? Ja, es hat ja die letzten Tage, Wochen total viel geschneit, von daher das Skilage ist super. Das Skigebiet am Süttelfeld, ist das dann jetzt nur was für Fortgeschrittene oder kann man da auch gut Skifahren lernen? Also es ist auch sehr gut zum Skifahren lernen. Es sind auch sehr viele kleine Kinder unterwegs, also auch Skikurse und also man kann da sicherlich auch Skifahren lernen, ja. Und was ganz besonders ist noch, jeden Mittwoch fahren übrigens Frauen für 19 Euro am Tag Ski, also dementsprechend, das lohnt sich aus vielerlei Hinsicht dann auch am Mittwoch dorthin zu fahren. Und wir sehen uns dann demnächst wieder im Winter Wonderland bei ichwillschnee.net. Ich sitze immer noch am Hotel Kaindl. Ich hoffe, es hat euch die erste Folge der Ich will mehr Sommershow gefallen. Wenn das so ist, gebt uns bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns dann in gut zwei Wochen wieder bei der zweiten Folge von der Ich will mehr Sommershow. Und bis dahin alles Gute und genießt das schöne Wetter, geht an den Strand oder in die Berge und erlebt die Natur.